Das ist ein Raclette-Burger. Und da stehen immer noch anderthalb Stunden. Dicky hat es. Wascha. Okay, wir haben es übertrieben. Löscht den gebrannt. Sacha, was machen wir jetzt? Und bist du ein Sommerurlaubsfeeling? Ja, voll. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum. Do 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 do. Chibum chibum bum. Do 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 do. So startet unsere Wanderung in Sasso und jetzt geht's mal hoch auf den Berg Monte Cima Cumea. Ganz schön diesig. Ich hoffe, dass wenn wir oben sind, dass wir noch einen guten Ausblick haben und dass das nicht alles in den Wolken hängt. Also ganz ehrlich, Garda Tourismusbranche, das ist eine Verarschung. Wir sind 40 Minuten unterwegs. Vor 40 Minuten stand anderthalb Stunden der Weg zum Koma. Und da stehen immer noch anderthalb Stunden. Also entweder sind wir super lahme Kartoffeln oder hier war ein Fischer am Berg. Kann man ohne Hände denn so grazil sein? Der huscht hier durch. 1000 Höhenmeter, nur noch gut 200. Echt? Ja, und weiter geht's. Kobi, nicht mehr lang. Wir haben es geschafft. Mein Blatt. Immer das gleiche, wenn wir wandern. Der Ausblick bombastisch. Dass es eigentlich nur noch bergab geht, oder zumindest geradeaus, wenn man oben war, keine Chance. So, Kobi ist unser Führer hier und es geht immer weiter bergauf und dann wahrscheinlich wieder bergunter. Ne, Kobi? Ziehst du uns mit? Ja! Ich sag dazu nur eins, Dicky hat's. Also wir sind den entspannten Umweg gegangen anscheinend. Unten war aber alles rot. Hier müssen Sie hoch. Hier geht's nach Sasso. Das war arglistige Täuschung. Ich verklage den Touristenverband. Aber jetzt nur noch eine Stunde und anscheinend sind wir jetzt auch von dem Aufstieg zumindest wieder mal oben und können jetzt wieder geschmeidig nach unten stolpern. Kobi, schmeckt das gut? War hier noch ein anderer Hund? Und hat dagegen gepieselt? So. Endspurt. Nur noch eine Stunde
kennen wir ja die Anzeigen, ne? Eine halbe Stunde steht da nochmal eine Stunde. Also auf geht's, der Sonne nach, Richtung Sasso. Und dann haben wir wahrscheinlich irgendwann die 10 Stunden voll. Bobby, kannst du noch? Ja, du bist da beschäftigt mit irgendwelchen Fliegenfangen. Wasser, Pizza, Spritzi. Bubi? Was ist das denn? Was wird das? Machen wir jetzt.